Am 12. Oktober 2006 starb in Monza der 15-jährige Carlo Acutis, der auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen geantwortet hatte: immer mit Jesus vereint sein, das ist mein Lebensplan. Acutis wurde jetzt selig gesprochen, als Influencer Gottes, wie ihn die italienische Presse nennt, der erste Millennial im Kreise der Seligen. Mit 10 Jahren baute er Websites und warb im Internet für seinen Glauben. Sein Vermächtnis ist ein Online-Verzeichnis christlicher Wunder. Die jungen Leute sind der pastoralen Kirche überdrüssig. Sie ist trotz großer Anstrengungen nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber der Herr greift in die Geschichte und die menschlichen Angelegenheiten ein und bietet uns solche Leuchttürme wie ihn an. Sein Leichnam wurde exhumiert und mit Kunst und Liebe wieder zusammengefügt, so der Erzbischof von Assisi. Aber tiefer Glauben allein reicht nicht zur Seligsprechung. Es braucht ein Wunder. Papst Franziskus billigte ihm eines zu, die Heilung eines Jungen in Brasilien, aber nicht übers Internet, allein durch die Kraft des Glaubens.